Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Mit Cam. Hallöchen. Mit Greenscreen und Cam. Das ist das erste Mal, dass ich das so richtig ausprobiert habe. Habe jetzt einen größeren Greenscreen. Den habe ich jetzt erstmal pauschal hier hinten aufgebaut. Man sieht es vielleicht hier an dem Stuhl. Da ist ein bisschen komisch ausgekiet. Da ist halt noch nicht alles final. Hier habe ich eine Lampe, da habe ich eine Lampe. Ja. Ist alles noch nicht so richtig final. Die Kamera steht hier. Mein Bildschirm, wo ich zocke, ist da. Also Kamera da. Bildschirm, wo ich zocke, da. Aufnahme, Bildschirm da. Rein theoretisch müsste die Kamera da oben sein. Aber alles bild beengt in meiner Bude. Deswegen. Deswegen. Wieso glaube ich jetzt? Jetzt überladen oder was? Ja. Hilfsmittel. Alles ein bisschen eng hier, deswegen muss ich das alles provisorisch jetzt erstmal machen. Wieso? Jetzt habe ich aufgehoben, dass ich. Da müssen wir eigentlich auch mal gucken, ne? Hat mir das schon eingesammelt? Jetzt haben wir bloß noch 70. Hä? Oder ist das wegen der Strahlung? Könnte wegen der Strahlung sein, oder? Das geht mir mal so schnell, ne? Ging schon schneller. Warum zur Hölle sind wir jetzt mit dem Gewicht so runtergegangen? Status. Effekte. Minus eine Stärke. Okay. Das ist natürlich schlecht. Hoch minus eine Stärke. Was zur Hölle? Wie lange wirkt das jetzt noch? Die geht mir jetzt mal in den Sack. Ich hoffe, das hört jetzt bald auf zu wirken. Wie gesagt, ist alles erstmal provisorisch. Kann ich mal kurz demonstrieren? Pass mal auf. Ja, hast du gesehen? Alles noch provisorisch mit der Ausleuchtung. So, ich will es einfach mal ausprobieren. Ne? Schon nie gemacht. Also probieren wir es aus. So, und da geht das so einfach los. So, wir hoffen, dass er endlich mal Red Ray hat nachgelassen. Jetzt müssen wir der Bums hier. Und irgendwas, was Stärke bringt. So, hier. Algische Höhle haben wir nicht mehr. Gegengift. Jetzt mal gucken. Warte mal, wir gucken gleich, was mal bei den Extras. Extras. Haben wir das schon zufällig? Gebildet. Okay. Spezial. Haben wir noch nicht Verständnis? Ach doch, ja, mit dem extra Verständnis erhalten Sie den doppelten Bonus durch Magazine und einen zusätzlichen Punkt durch Fertigkeitsbücher. Kann man den noch mehr nehmen? Nee, warum? Wirklich nett. Könnte man mal die Dings machen, ne? Schleichen um 4 erhöht, Sprengstoff um 4 erhöht, Nahkampf um 4 erhöht. Okay, das war okay. Nichts.
nichts. Abbrechen. Ah. Alles klar. Dietrich um 4 erhöht, das ist geil. So. Müsste das endlich mal weg sein? Ah, hier stellt es ja minus 1 Stärke. Mhm. Ja gut, wir könnten noch mal was ablegen, ne? So ist es, ne? Da könnten wir den Flammenpatronenwerfer, die Minigun, Raketenwerfer. Dann sind wir ein bisschen erleichtert, ey. So, was haben wir hier noch? Flammenzeug weg. Ach, Trottel. Raketen können weg. 5mm Patronen können weg. So. Und schön können wir wieder kriechen. Haben wir ja ewig gebraucht jetzt. Dort oben ist eine RNK-Wache drin. So, es scheint alles stabil zu laufen. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf das Rendernhaus wirft. Gehört, dass da diverse Probleme auftreten können. Oder zumindest mehr Leistung abgebracht wird vor allem. Hier ist nichts. Was gibt's? Yep. So. Der wollte noch Bitter Springs. Wir haben einen Koffer, okay. Bitter Springs. Bitter Springs. Ich habe übrigens eine Mütze auf, damit. Das ist es. Wir wurden vom Camp Golf hergeschickt auf der Suche nach ein paar Kahnen. Hatten Ärger gemacht in einer unserer Siedlungen. Einer der Siedler hatte wohl Beziehungen. Denn wir sind mit allen Mann angerückt, dachten, das wäre ein Bandenversteck, aber die wohnten da. An dem Kamm an der Südseite, am Coyote Tail Ridge, da sind wir in Stellung gegangen. Nelson gehört wieder uns. Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. Was? Geht's hier nicht? Aha, dann müssen wir da drüber. Oder ist dieses vor? Ich werde demnächst auch so eine kleine Guide machen mit den einzigartigen Waffen und den einzigartigen Rüstungen. Hier sind irgendwo Cazadors, ne? Weil die sich so schnell bewegen. Das müssen Cazadors sein. Was haben wir denn eigentlich auf dem Dings? Okay, auf 4 haben wir das Ding jetzt. Ne? Okay, Höllspitzgeschoss Armokamp. Klingelt wie so eine Blubberkanone. Na, wo bist du denn? Ich bin erschrocken, ey. Kommt die einfach drüber gehostet, ey. Ah, hier ist ein Cursor Burn Nest. Ja, wir müssen erstmal XP farmen, Digi. Wir müssen erstmal Bedrohungen ausschalten. Da sind sie. Dein Arsch gehört mir. Sie haben das extra Kammerjäger Rang 3 erhalten.
Jawoll. So, hier oben sind noch Geckos, ne? Dein Arsch gehört mir. Ich gucke immer nach da, ne? Weil ich immer auf den Dingsbildschirm gucke. Kling. In dein Gesicht. So, da hätten wir die Ohren erledigt. Gut, da können wir jetzt in den Canyon gehen. Mit R nochmal. Verdammt. Hat man wieder oben gesehen? Muss ich alles noch irgendwie machen? Ich will das eigentlich, dass mein Greenscreen, der ist 3 Meter mal 2 Meter lang. Ich brauche die 3 Meter Fläche, weil das hier so enge ist, weil, weißt du, dass ich die von oben, halt von oben nach unten abrolle. Grundgütiger. Die haben hier den Friedhof angelegt. So, wir mussten ja woanders, nein, wir mussten ja woanders lang. Wo war denn das? Wir waren schon richtig eigentlich, ne? Canyon 37. So nennt die RNK das da unten. Für die Kahne war das der einzige Fluchtweg. Also saßen wir hier oben und der Haupttrupp griff von vorne an. Wir hatten Befehl, sofort auf alles zu schießen, was sich bewegt. Ihre Geschichte interessiert mich nicht. Die Haupttruppe wurde zu früh entdeckt. Wir hörten Schüsse. Dann kamen Gruppen von Kahnen den Canyon 37 hinunter. Aber da stimmte was nicht. Da kamen Frauen, Kinder, Alte. Sogar Verwundete waren dabei. Wir funkten das Kommando an wegen unserer Befehle, aber die kapierten nicht, was wir da sahen. Magazine leerfeuern, hieß es. Da haben wir es getan. Sie haben getan, was von ihnen also dort erwartet wurde. Als ich hätte sowas garantiert nicht getan. Wie könnten sie unschuldige Leute einfach so töten? Einziger Fehler war, nicht genug Munition mitzubringen. Ja, schon klar. Aber jetzt bin ich nicht mehr Soldat. Diese Regeln sind keine Entschuldigung mehr. Na egal. Keine Ahnung, warum wir hier sind. Dachte, vielleicht hilft es mir, die Dinge besser zu sehen. Ich würde gern die Nacht hierbleiben. Bisschen nachdenken. Können wir machen, lieber nicht im Moment. Gut. Wir bleiben nicht lang. Mit Bulli war die Überdachtung abgeschlossen. Da stimmt was nicht. Eine Gruppe kommt auf uns zu, sieht wie ein Überfallkommando der Legion aus. Und zwar wie ein großes. Vielleicht zu groß, selbst für uns. Wenn sie abhauen wollen, ich nehm's ihnen nicht übel. Aber ich bleibe. Mal sehen, ob ich sie aufhalten kann. Warum also sollten wir die nach der Wildnis kommen? Leichtes Ziel, um sich Sklaven zu besorgen. Ein paar Flüchtlinge, nur wenige Soldaten als Bewachung. Ich glaube nicht, dass die hinter uns her sind. Schade eigentlich. Hätte mir ein gutes Gefühl gegeben. Gut, dann müssen wir sie nicht erst suchen. Sie hören sie in den Wachstand. Wäre schön, wenn es immer so leicht wäre. Worauf warten wir? Will Ihnen was sagen. Ich glaube, ich habe genau auf das hier gewartet. Warte mal.
sende die. So, wo sind die anderen? Wieso waren die schon beim Camp? Kommt da noch mehr? Da scheinen noch mehr zu kommen. Da waren schon welche oben drin. Ich hoffe, dass die sind jetzt noch nicht kapiert, ne? Jetzt haben wir keine Ex-Bürmer nicht mehr. Das haben wir gleich. Ups. Der Enner muss nur hier sein. Ist er. Auf der Flucht erschossen. Rüben waren aber immer welche. Oder sind das alles ein Kessadors oder unten drin, ne? Ja, ach, schon wieder welche. Jetzt sind die schon dort oben. Hä? Spawnen wir einfach schon dort oben. Wir haben es also doch geschafft. Weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Sie haben uns unterschätzt. Ich hatte nicht vor, sie sterben zu lassen. Ich dachte, meine Zeit sei gekommen. Einen Moment lang ergab alles einen Sinn. Ich konnte das Ende spüren. Jetzt
bin ich wieder da, wo ich vorher war. Vielleicht habt ihr eure Stunde einfach noch nicht geschlagen. Niemand bewertet oder bestraft sie. Bewertet oder bestraft sie. Die Dinge basieren einfach. Ihre Strafe ist es, mit dem zu leben, was sie getan haben. So habe ich das nie gesehen. Mhm. Hatte immer gedacht, da passiert was Endgültiges. Aber möglich wäre es. Weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Sie können das Geschehen nicht ändern, aber ihre Reue kann sie auf einen besseren Weg führen. Reißt sie sich zusammen, das ist Krieg, Leute sterben, ist ihre Reise. Schätze, meine Reue hat uns hergeführt. Naja, ein Überfallkommando der Legion weniger. Garantiert keinen Schaden, wenn sie mich fragen. Trotzdem fühle ich mich, als sei meine Zeit längst abgelaufen. Aber da ich nun mal noch hier bin, nehme ich auch noch viele von diesen Hurensöhnen mit. Oder da ist was dran. Gibt schon noch ein paar Dinge, die ich erledigen kann, bevor das alles vorbei ist. Und trägt jetzt die Überlebensrüstung der ersten Aufklärung. Sie wurde mit zusätzlichen Funktionen und Taschen ausgestattet, damit Scharfschützen und ihr Gehirn in Aura-Rüstung nehmen können. Okay. Früher oder später straft einen das Leben. Ja, ist in Ordnung. Ein Mörder, der Gutes tut. Letzten Endes hat es. Weil ich immer noch. Also soll mir recht sein. Ach so, okay. Wer ist jetzt alles gestorben, Freunde? Ein Flüchtling ist gestorben. Noch ein Flüchtling gestorben. Ist natürlich schlecht. Aber wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs Mal sein. Bis zum nächsten Mal und ciao mit V. Tschüss.